In Spanien verschärft sich die Corona-Lage. Die Zahl der Neuinfektionen hat den höchsten Stand seit rund 2 Monaten erreicht. Die Wirtschaft ist von Touristen abhängig und die machen den Spaniern das Leben derzeit schwer. Besonders auf Mallorca, wo nach wilden Saufgelagen, vor allem durch Deutsche und Briten, jetzt hart durchgegriffen wird. Bier- und Schinkenstraße werden bis Ende des Sommers trockengelegt, die Bars geschlossen. Die Besitzer finden es übertrieben. Ja, oft muss man den Gästen zweimal sagen, dass sie sich setzen sollen, aber im Allgemeinen passen sie auf. In Katalonien gilt für 160.000 Menschen jetzt wieder eine Ausgangssperre. Betroffen sind die Stadt Lleida und mehrere umliegende Gemeinden. Zuvor hatte sich die spanische Regierung einen Rechtsstreit mit Kataloniens Behörden geliefert, die den Lockdown verhindern wollten. Derweil hat die Regierung in Rumänien den Corona-Alarmzustand um einen weiteren Monat verlängert. Denn die Covid-19-Zahlen im Land steigen wieder an. Mehr als 640 Fälle in 24 Stunden. Der rumänische Präsident mahnte, der Kampf sei noch lang nicht vorbei und das Tragen von Masken die wichtigste Waffe, um ihn zu gewinnen. Wir sollten nicht aufs Spiel setzen, was wir erreicht haben. Wir sind eine starke Nation. Gemeinsam können wir das durchstehen. Nicht nur in Rumänien, in vielen Balkanländern schnellt die Infektionsrate in die Höhe. Griechenland führt deshalb strengere Grenzkontrollen ein, nachdem mehrere Urlauber das Coronavirus eingeschleppt hatten. Reisende aus Bulgarien müssen einen negativen Test vorweisen. Die Grenzen zu Albanien und Nordmazedonien sind ohnehin noch dicht. Wieder offen ist dagegen das Disneyland in Paris, eine der größten Touristenattraktionen Frankreichs. Dort stehen die Zeichen weiter auf Entspannung.